Und Survival, Freunde. Heute mal nicht im Wald, sondern in der Küche. Nee, hier zu Hause. Und ich möchte euch heute zeigen, wie man ein Teelicht tunt. Dazu braucht ihr 2 Hüllen von Teelichtern, Brennspiritus, Küchenpapier, eine Nadel und Zündhölzer und ein Papier. So, erkläre ich das mal ein bisschen näher. Ich habe hier die 2 Teelichtschalen hier ineinander gesteckt und habe hier ein Loch reingemacht. Und jetzt habe ich vor, das hier zu rollen und dadurch dann den Spiritus durchzugießen. Einfach hier reinstecken. Das ist ganz praktisch. Jetzt kann man ganz normal den Spiritus reinkippen. Ich jetzt machen. So, wenn das dann voll ist, nehmt ihr euch einfach was von dem Küchenpapier. Müsste ungefähr so aussehen und rollt das wie ein Dort ganz normal zusammen. Damit ihr so einen schönen Dort habt. Den steckt ihr dann in euer Loch, wartet ein paar Minuten, bis das richtig reingezogen ist. Und ja, dann könnt ihr es anzünden. So. Nach ein paar Minuten sieht das so aus, nicht viel anders. Und ich werde das jetzt einfach entzünden. So, man sieht, brennt wunderbar. Ihr könnt es auch super als Brenner nehmen. Dann einfach eure Pfanne drauf mit dem Gestell. Und ja, es ist viel heißer, die Flamme finde ich viel, viel besser. Und das war's mit meinem Video. Schaltet nächste Woche wieder ein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.